Herzlich willkommen, meine Freunde, zum Newsflash Nummer 103. Ich mache dieses Mal richtig kurz und sage viel Spaß beim Flash. Der letzte September veröffentlichte Online-Shooter Warhammer 40k Eternal Crusade ist mittlerweile auch als kostenlos spielbare Free-Version via Steam verfügbar. In der neuen Gratis-Fassung seien im Gegensatz zur bisherigen Planung aber nicht nur eine, sondern 4 der 5 Klassen spielbar. Der Spielfortschritt sei jedoch nach wie vor auf 30% reduziert. Bei Interesse am Spiel könne man durch den Erwerb von 20.000 Rogue Trader Credits aber jederzeit ein Upgrade auf die Vollversion vollziehen und diese Einschränkung aufheben. Microsoft hat die Spiele bekannt gegeben, die im April im Aufgebot von Xbox Games with Gold enthalten sind. Rise Son of Rome wird dabei vom 1. bis zum 30. April für Xbox One verfügbar sein. The Walking Dead Season 2 ist vom 16. April bis zum 15. Mai auf Xbox One verfügbar. Darksiders wird es vom 1. bis zum 15. April für die Xbox 360 und die Xbox One geben. Assassin's Creed Revelations ist dann vom 16. bis zum 30. April ebenfalls für Xbox One und Xbox 360 verfügbar. Am Freitag erschien der Patch 1.11 für Dark Souls 3. Das Update fügte Unterstützung für die zweite und letzte Erweiterung The Ringed City und die beiden Undead-Matchkarten Dragon Ruins und Grand Roof hinzu. Darüber hinaus werden die Undead-Match-Funktion ausgebaut, Support für PlayStation 4 Pro implementiert und einige Bugs behoben. Nach dem PC-Stapellauf am 21. Februar wird das The Cloaked Ascendancy Add-on für Neverwinter am 11. April auch für PlayStation 4 und Xbox One verfügbar sein. Dies teilten die Cryptic Studios und Perfect World Entertainment mit. Damit werden auch die Konsolenfassungen des auf Free-to-Play-Basis angebotenen Online-Rollenspiels unter anderem eine neue Abenteuerzone, ein episches Gewölbe, ein dynamisches Gefecht und eine Kampagne, bei der Abenteurer die unheilvollen Pläne einer Gruppe von 4 mächtigen Magiern durchkreuzen müssen, Einzug halten. Für Killing Floor 2 ist das Inhaltspaket The Descent veröffentlicht worden. Es umfasst einen neuen Spielmodus, den Holdout, mit besonders eingeschränkten Platzverhältnissen, 2 weiteren Waffen und 2 Karten. Das ganze Wochenende kann man den Koop-Shooter von Tripwire Interactive bereits kostenlos auf Steam ausprobieren, gleichzeitig wird das Spiel mit 50% Rabatt angeboten. Die vereinzelten Verbindungsprobleme mit dem Joy-Con-Controller der Nintendo Switch sollen laut Nintendo nicht design-, sondern produktionsbedingt gewesen und mittlerweile behoben worden sein. Wer meint, von dem Problem betroffen zu sein, solle sich mit dem Nintendo-Support in Verbindung setzen, der schnell und kostenlos Abhilfe schaffen werde. Die Lösung ist wohl die Anbringung eines kleinen Stückes leitfähigen Schaumstoffs im linken Joy-Con. Derzeit herrscht ein kleiner Mangel an Japan-Rollenspielen auf der Xbox One, vor allem hinsichtlich exklusiver Titel, die man auf der Xbox 360 noch mit Spielen wie Lost Odyssey oder Blue Dragon vorweisen konnte. Das soll sich in Zukunft wieder ändern. Auf Twitter verspricht Xbox-Chef Phil Spencer, dass das beliebte Genre auf Xbox One bald wieder stärker vertreten sein soll. Schon in Kürze steht nach eigener Aussage eine Reise nach Japan an, wo JRPGs bei Gesprächen mit Studios und Entwicklern thematisiert werden sollen. Studio Wildcard hat ein großes Update für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt, das die actionreiche Überlebenssimulation ARK Survival Evolved mit neuen Inhalten ergänzen wird. Der kostenlose Patch auf V2.5.5 wird vor allem die Auswahl an Tech-Technologien erweitern, darunter weitere Bauoptionen, ein undurchdringliches Tech-Kraftfeld sowie automatische Tech-Türen für die Basis. Zusätzlich beinhaltet das Update 4 neue Kreaturen. Beim Elektrophorus Beluadomito handelt es sich um einen Raubfisch. Beim Mikroraptor Gnarilongus um einen Flugsaurier auf Beutejagd, während es sich bei Ammonitia Multiarmicus um eine Art Nautilus in XL handelt. Last but not least trifft man auf Thylacoleo Furtimorus, einen gefährlichen Jäger mit Ähnlichkeiten zu einer Raubkatze, der sich vor allem in den Redwood Forests auf der Insel herumtreibt. Darüber hinaus wird für kosmetische Anpassungen der Figur die Auswahl an Frisuren und Bärten erhöht. Das Update steht für die PS4-Version ab sofort zur Verfügung, auf Xbox One soll es laut Aussagen der Entwickler sehr bald folgen. Nachdem das australische Rating Board dem Horrorschocker Outlast 2 zunächst eine Einstufung verweigert und damit quasi einer Veröffentlichung einen Riegel vorschob, legte Red Barrels sein Werk ein weiteres Mal zur Prüfung vor und bekam danach eine Freigabe mit dem Rating R18. GameSpot will außerdem erfahren haben, dass die Entwickler für die erneute Prüfung keine Inhalte verändert haben und in Australien die gleiche Version veröffentlicht wird wie im Rest der Welt.
Darunter auch Deutschland, wo Outlast 2 von der USK mittlerweile eine Freigabe ab 18 erhalten hat. Outlast 2 erscheint am 25. April für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die DFL Sports Enterprises GmbH hat im Auftrag des DFL Deutschen Fußballliga e.V. und der Deutschen DFL Fußballliga GmbH die Ausschreibung für interaktive Unterhaltungsprodukte der 2. und 1. Bundesliga ab Saison 2018-2019 gestartet. Gegenstand der Ausschreibung sind die Lizenzkategorien Match-Simulation wie FIFA oder PES, bei der Fußballspiele simuliert werden, E-Sport, bei der es sich um einen offiziellen Wettbewerb handelt, in dem Spieler und/oder Mannschaften im Rahmen einer Match-Simulation gegeneinander antreten, und Manager-Simulation, bei der die Tätigkeit von Fußballmanagern simuliert wird. Aktuell hält Electronic Arts in Form von EA Sports die Exklusivrechte. Die bisherige vertragliche Vereinbarung läuft dementsprechend zur Saison 2018-2019 aus. Dann werden die Karten neu gemischt. Da es weiterhin als unwahrscheinlich gilt, dass Rockstar San Diego PC-Besitzern irgendwann mit einer Umsetzung seines Western-Epos Red Dead Redemption beglücken wird, hat jetzt ein Team von Moddern beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Wie Polygon berichtet, will das White Team das Vorhaben in Form einer Modifikation für GTA 5 realisieren und sich unter dem Namen Red Dead Redemption 5 veröffentlichen. Dabei will man nach eigener Aussage versuchen, die Vorlage so originalgetreu wie möglich umzusetzen, einschließlich aller Aktivitäten und Minispiele wie Poker oder Blackjack. Selbst Mission will das Team replizieren, was mit einem massiven Aufwand verbunden sein dürfte. Darüber hinaus will man auch weitere Inhalte anbieten. Seit 2 Jahren werkelt das Team bereits an dem Projekt und will im Sommer eine Beta veröffentlichen. Wie man das bei Rockstar und der Mutterfirma Take-Two sieht, ist bisher nicht bekannt. Allerdings reagieren die meisten Publisher allergisch auf solche Modpläne, insbesondere dann, wenn Originalassets ohne Erlaubnis verwendet werden. So bleibt es abzuwarten, ob und wie die ursprünglichen Entwickler damit umgehen werden. So, und jetzt eine News zu Dead Rising 4, und ich gebe euch jetzt die Chance, mit diesem kleinen Button diese eine News zu überspringen, denn die enthält Spoiler. In einer Kurzgeschichte von Dead Rising 4 erfährt man demnächst, was mit Frank West geschieht, nachdem er selbst zum Zombie wird. Die Download-Episode namens Frank Rising erscheint sowohl für PC als auch für Xbox One am 4. April. Inhaber eines Season Pass erhalten den DLC kostenlos, der sonst knapp $10, also bei uns umgerechnet 10 Euro, kosten wird. Microsoft wird am 4. April zudem nicht nur die neue Episode veröffentlichen, sondern auch Super Ultra Dead Rising 4 Minigolf, das ebenfalls im Season Pass enthalten ist oder mit knapp $10 zu Buche schlägt. Auf verschiedenen Kursen geht es dabei neben dem Einlochen um das Beseitigen von Zombies, denn die stehen als Hindernisse im Weg. Zu viert erledigt man das auch online oder abwechselnd vor dem heimischen Fernseher. Die Kickstarter-Kampagne zu Battle Princess Madeline läuft besser, als es sich die Initiatoren je hätten träumen lassen. Bereits nach wenigen Tagen wurde das Finanzierungsziel von 60.000 kanadischen Dollar erreicht und danach ein Zusatzziel nach dem anderen abgeräumt. Die Entwickler seien teils kaum noch nachgekommen, neue Stretch Goals aufzustellen. Viele Fans hätten dem Team geschrieben, dass Battle Princess Madeline der geistige Nachfolger von Ghouls and Ghosts sei. 24 Tage vor Ende der Kampagne haben 1809 Unterstützer $116.540 zugesagt und damit 10 Extraziele finanziert. Bei $125.000 soll es noch einen zusätzlichen Level, bei $150.000 eine Umsetzung für PlayStation Vita geben. Ansonsten soll das 2D-Action-Adventure Anfang 2018 für PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Wii U erscheinen. Freunde von Überraschungen mit einer Affinität für Square Enix-Spiele könnten bald Freude an einem Angebot im Online-Store des Publishers haben. Die Square Enix Spring Surprise Box enthält 5 geheime Download-Spiele für den PC. Sie lässt sich noch bis zum 27. März 18 Uhr erwerben bzw. vorbestellen, denn die Codes werden erst am 28. März verschickt, damit niemand den übrigen Käufern die Überraschung verdirbt. Verraten wird lediglich, dass das Action-Adventure Just Cause 3 mit dabei ist. Im Übrigen erwähnt PCGamer.com, dass das Bündel eigentlich $80 wert sei. In Uncharted The Lost Legacy müssen Chloe Fraser und Nadine Ross widerwillig zusammenarbeiten, um ein unbezahlbares Relikt von einem Warlord namens Azath zu erbeuten. Die Entwickler wollen versuchen, durch die Verlagerung des Schauplatzes ins südliche Indien frischen Wind in das Spiel zu bringen. Es soll ein bisschen an das seichtere Feeling des ersten Uncharted-Teils erinnern. Generell soll die Umgebung weitläufiger und vielfältiger im Vergleich zu den bisherigen Uncharted-Teilen ausfallen. Dennoch soll das Geschehen linear sein.
Man soll die Gebiete in seinem eigenen Tempo und auf verschiedene Weisen erkunden können. Uncharted The Lost Legacy soll später in diesem Jahr als eigenständiges Spiel erscheinen. Es soll länger als The Last of Us Left Behind sein, aber kürzer als Uncharted 4 A Thief's End, was die Spielzeitangabe aber immer noch relativ dehnbar macht. Für Halo Wars 2 sind das Kinsano DLC-Paket und der März-Patch auf Xbox One und PC veröffentlicht worden. Die Download-Erweiterung umfasst die neue Anführerin Morgan Inferno Kinsano mit 8 exklusiven Blitzkarten und neuen Anführerfertigkeiten sowie Einheiten. Die neue Anführerin kostet $5,99 oder ist im Season Pass enthalten. Der März-Patch nimmt außerdem viele Performance-Verbesserungen vor, schaltet die Ranked-Playliste frei und verbessert die Balance zwischen den Einheiten und Fraktionen. Die Poetic Studios arbeiten mit Sacred Fire an einem Taktikrollenspiel, das im Gegensatz zu vielen anderen Genrevertretern auf einen psychologischen Ansatz aufbaut. So gewinnt man Kämpfe oder findet Lösungen für knifflige Situationen nur durch getroffene Entscheidungen, die mit den Charakteren zusammenhängen und nicht mit Bonuswerten auf Waffen oder Rüstungen oder auf spezielle Schadenstypen. In dem Einzelspieler-Rollenspiel startet man nicht als Anführer, sondern muss sich erst mit Selbstbewusstsein, Willensstärke und Einfluss beweisen. Sacred Fire soll im Frühjahr 2018 für PC, Mac und Linux in englischer Sprache erscheinen. Das Projekt wird derzeit bei Kickstarter finanziert, das Mindestziel liegt bei $50,000. Der Trip in eine gruselige Unterwasserwelt startet bekanntlich schon in der kommenden Woche. Am Freitag, dem 28. März, erscheint das Horrorspiel Narcosis von Entwickler Ornacode laut offiziellem YouTube-Kanal für Steam, Oculus Rift und Xbox One. Ein Blick in den Steam Store verrät, dass zudem die VR-Systeme HTC Vive und OSVR vom Start weg unterstützt werden. Als professioneller Taucher steckt man in Narcosis auf dem Meeresboden fest und muss einen Weg an die Oberfläche finden, bevor der Sauerstoff ausgeht und man den Verstand verliert. Den Taucheranzug beschreiben die Entwickler als wandelnden Sarg. Es soll ein furchteinflößendes Gefühl entstehen, während man sich gegen die angriffslustigen Tiere und Pflanzen der Unterwasserwelt wehrt. Ornacode will dabei nicht von einer komplexen Verschwörung erzählen, Narcosis soll sich um Urängste und die Einschränkung des menschlich Machbaren drehen. Bei Ubisoft spielt man offenbar mit dem Gedanken, eine TV-Serie rund um Assassin's Creed zu entwickeln, trotz der desaströsen Kritiken des letztjährigen Kinofilms mit Michael Fassbender in der Hauptrolle, der aktuell einen Schnitt von abschreckenden 36 von 100 Punkten bei Metacritic vorzuweisen hat. Doch wie PC-Gamer in Anlehnung auf einen Reddit-Beitrag schreibt, sieht Aymar Asaisia als Head of Content der Assassin's Creed-Marke bei Ubisoft wohl Potenzial für eine Serie. Inigami und Focus Home Interactive werden Shyness The Lightning Kingdom am 18. April als Download für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Bei Steam kostet das Spiel 29,99 €. Vorbesteller erhalten 15% Rabatt plus Manga und Soundtrack. Passend zur Bekanntgabe des Release-Termins wurde auch ein Musiktrailer bereitgestellt. Destiny 2 könnte am 8. September in Europa erscheinen. Hinweise zu diesem Termin liefert ein Poster aus Italien, dessen Abbildung wohl zu früh an die Öffentlichkeit gelangte. Dort ist auch zu lesen, dass offenbar eine Beta für den Online-Shooter von Bungie und Activision Blizzard geplant ist, die zuerst auf PS4 starten soll. Bei Eurogamer hat man seine Quellen angezapft und ist zu der Überzeugung gelangt, dass es sich hierbei tatsächlich um einen Leak und keinen Photoshop-Fake handelt. Auch Kotaku hält das gezeigte Poster für echt und geht davon aus, dass schon bald eine offizielle Verkündung des Veröffentlichungstermins erfolgen dürfte. Dort will man außerdem gehört haben, dass Destiny 2 auch für den PC erscheinen soll, nachdem der Vorgänger lediglich für Konsolen veröffentlicht wurde. So, meine Freunde, das war's mit dem Newsflash 103. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Rinjehauen. Bis zum nächsten Mal.